Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Wein zum Buch. Heute stelle ich euch vor Sylvain Tesson, der Schneeleopard, erschienen bei Rowohlt in der Edition 100 Augen. Und wir trinken dazu Chateau Marsillas aus dem Libanon, hier aus 2013. Warum? Das erzähle ich euch später. Sylvain Tesson begleitet den Tierfotografen Vincent Meunier auf einer Reise nach Tibet, weil der Tierfotograf Meunier Bilder vom Schneeleoparden machen möchte. Und Tesson sagt zu ihm, ich denke, den gibt es gar nicht mehr. Und Meunier sagt, doch, er tut nur so, als gäbe es ihn nicht. So steigen wir ein und das finde ich schon toll. Es gibt nicht mehr viele Schneeleoparden und die meisten davon gibt es offensichtlich im Tibet und in dem Raum um Tibet. In diesem Buch passiert gar nicht viel, denn die allermeiste Zeit liegen Tesson und Meunier und die beiden Begleiter der beiden, eine Tierfilmerin Marie und der, ich nenne ihn mal Gehilfe oder ja, Leo, die vier machen sich auf die Reise und die vier filmen und fotografieren und beobachten und verbringen die Zeit miteinander. Die meiste Zeit liegen sie still und warten. Und in dieser Stille und in diesem Warten und, da möchte ich nochmal dieses Cover zeigen, dieses Cover ist so sehr Stille und Schnee und Kälte und Warten. Das Cover ist so toll passend zu dem Buch und kein Schneeleopard. Denn der Schneeleopard tut ja so, als gäbe es ihn nicht mehr. Und er macht sich auch rar. Sie begegnen einem und ich verrate nicht zu viel, wenn ich das sage, denn gleich am Anfang im Vorsatz gibt es ein Bild vom Schneeleoparden. Was dieses Buch so ganz besonders macht, Tesson beschreibt seine Gedanken. Und die sind klug und die sind sehr vielfältig und die sind auch sehr witzig. Er beschreibt geschichtliche das geschichtliche Vorkommen der Leoparden und Schneeleoparden. Er beschreibt manchmal, wie der Schneeleopard in unterschiedlichen Sprachen heißt. Er macht sich Gedanken über den Menschen in der Natur und in der Erde. Ich habe hier gerade eine Stelle. Leoparden tanzen mit Elefanten, mit Bären, Löwen und Pferden, den orphischen Reigen. Das gesprenkelte Motiv. Plinius, der Ältere im ersten Jahrhundert nach Christus, nannte es bunt scheckige Haut. War ein Wappen der Macht und der Wollust. Plinius meinte zu wissen, dass diese Tiere in der Liebe sehr feurig seien. Schon beim Anblick eines Leoparden sahen die Römer das Fell vor sich, auf dem sie sich mit einer Sklavin vergnügten. 1800 Jahre später begeisterten sich die romantischen Maler für Raubkatzen und so weiter und so weiter. Das sind mehrere Seiten, Malerei und um den Schneeleopard und die Bedeutung des Schneeleoparden zu der Zeit und was gemalt wurde. Unglaublich spannend. Er schreibt über die Rolle des Menschen in der Natur. Er schreibt über die Natur. Und das alles in einer wunderbaren Sprache. Und das ist ganz toll übersetzt von Nicola Denis oder Denise, ich weiß es nicht. Sie ist in Deutschland geboren und heißt vielleicht Denise oder Dennis. Oder sie hat einen Monsieur Denis geheiratet. Jedenfalls, ich nenne sie Denis, weil sie in Frankreich lebt. Nicola Denis. Ganz toll übersetzt. Er lässt seine Gedanken schweifen und schreibt das auf. Und das ist wunderbar. Nebenher liest er im Dao und zitiert auch Teile daraus. Also wir werden ein wenig in das Dao, in das tibetische Dao eingewiesen. Es geht auch um die Liebe. Er berichtet von einer verflossenen Liebe und auch Marie, die Tierfilmerin, und Meunier, der Fotograf, die verbindet was auch eine Liebesgeschichte ist, obwohl gar nichts passiert, aber es ist wunderbar. Und sie begegnen dem Schneeleoparden und auch das ist eine Wahnsinnsbegegnung, wie er das schreibt in all dieser Wildheit und Rauheit. Und er ist auch sehr, sehr poetisch.
Die Bilder dieser Reise sind erschienen bei Knesebeck. Der Band heißt Zwischen Fels und zwischen Feuer und Fels, zwischen Eis und Fels. Moment. Da. Zwischen Fels und Eis heißt der Band im Knesebeck Verlag. Und da sind Gedichte von Tesson mit drin. Also der ist auch sehr poetisch. Und meine Lieblingsstelle, das, also vielleicht Lieblingsstelle nicht, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle, ist die, sie warten also wieder und er lässt seine Gedanken schweifen und beobachtet die Natur um ihn herum und schreibt, die Geier lösten einander ab, Wachen des Requiems. Als erstes wurden die Kämme vom Tageslicht beschienen. Ein Falke besprengte das Tal mit seinem Segen. Der Wachdienst der Aasvögel faszinierte mich. Sie sorgten dafür, dass auf Erden alles seine Richtigkeit hatte, dass der Tod sich seinen Anteil an Tieren nahm und die Rationen verteilte. Unten, auf den schräg die Schlucht begrenzenden Steilhängen, weideten die Yaks. In den Gräsern ausgestreckt suchte Leo kühl und gelassen jeden einzelnen Felsen mit dem Fernrohr ab. Ich war weniger akribisch. Die Geduld hatte ihre Grenzen und die meinen reichten bis hinters Tal. Ich wies jedem Tier einen Platz auf der sozialen Leiter seines Reiches zu. Der Schneeleopard war der Regent. Seine Unsichtbarkeit bestätigte diesen Status. Er regierte, brauchte sich folglich nicht zu zeigen. Die Wölfe waren herumstromernde, treulose Fürsten. Die Yaks warm gekleidete, behäbige Bürger. Die Luchse Musketiere und die Füchse provinzielle Krautjunker, während die Blauschafe und die Esel das Volk verkörperten. Die Raubvögel wiederum stellten die Priester dar, zweideutige Herren über Himmel und Tod. Diese Kleriker in ihren gefiederten Livreen hatten nichts dagegen, wenn für uns etwas schief ging. Der wird philosophisch, der wird geschichtlich, der wird poetisch, der beschreibt einfach, das ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Und wie gesagt, Nicolas Denis hat es wirklich ganz schön übersetzt. Rowohlt Verlag, Edition 100 Augen. Sylvain Tissot, der Schneeleopard. Wenn ihr Abenteuergeschichten mögt, wenn ihr Tiergeschichten mögt, wenn ihr Liebesgeschichten mögt, wenn ihr Naturgeschichten mögt, wenn ihr philosophische Betrachtungen mögt, wenn ihr wunderbar geschriebene Worte und schöne Sprache mögt, für euch alle ist das. Das hat was Raues, Wildes, Männliches, das hat was Poetisches, Zartes, Weibliches. Da ist wirklich alles drin, das ist ein Universum. Und, was ganz schön ist, die Schrift ist so erhaben. Also ich liebe auch dieses Cover in dieser ganzen Schlichtheit. Und es ist eben kein Schneeleopard drauf, weil der ja so tut, als gäbe es ihn nicht. Der ist nicht da. Tolles Buch. Lege ich euch sehr ans Herz. Wir trinken dazu Chateau Mazias aus dem Libanon. Und den könnt ihr kaufen im Weinladen St. Pauli und den könnt ihr da nicht nur kaufen, sondern der wird auch vom Weinladen St. Pauli importiert. Und die spenden auch was in den Libanon, um wieder was zurückzugeben, um da Gutes zu tun. Und auch das ist toll. Und all das ist ein Grund, diesen Wein zu kaufen. Und auch hier ist das Etikett so erhaben. Also wie hier, man spürt die Schrift auf beiden, also auf dem Etikett und auf dem Buchcover. Eine sehr schöne Ähnlichkeit, die uns ein weiteres Zeichen ist, wie schön dieser Wein zu dem Buch passt. Außerdem passt er dazu, weil er aus dem Libanon ist, der ja nun sehr weit weg und auch sehr warm ist. Und das ist ein toller Gegensatz zu minus 35 Grad, wo diese Tierbeobachter und Filmer und Fotografen unterwegs sind. Dieser Wein ist aus 2013 und das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn so passend finde, abgesehen von der schönen Geschichte, dass er vom Weinladen importiert wird und dass die auch was spenden. Ich habe gelernt, dass sehr viele Franzosen in den Libanon gegangen sind und ich wusste wohl, dass da viel traditionell Wein gemacht wird, aber ich wusste nicht, dass es mit Krieg und Flucht und Vertreibung zu tun hat. Chateau Mazias wird betrieben von Brüdern, die sich sehr
dem traditionellen Weinbau verschrieben haben. Und die sagen, 90% des Weins entsteht im Berg und 10% nur im Keller. Die pflanzen sehr dicht und jeder Weinstock hat aber einen Ertrag unter einem Kilo, aber das ist ja so sehr wenig. Dieser Wein ist 2013, weil ich hier gerne wollte, dass die Geduld des Weinmachens, die Geduld des Lagerns, die Geduld, bis es endlich abgefüllt wird, die Geduld, bis wir ihn trinken können. Das ist jetzt nicht so ganz, ganz gereifter, was sehr altes wäre eigentlich noch toller, aber es soll ja auch noch trinkbar sein. Und hier ist tatsächlich Preis-Leistung auch noch faszinierend großartig. Lisa aus dem Weinland St. Pauli hat ihn mir empfohlen und ich bin ihr sehr dankbar. Vielen Dank. Und ich bin meiner lieben Freundin Geraldine sehr dankbar, denn Buchhändlerinnen kriegen eigentlich nie Buchhändler geschenkt. Kriegen auch das nicht. Wie schade. Aber Buchhändlerinnen kriegen auch keine Bücher geschenkt, weil sich oft Menschen nicht trauen, uns etwas zu schenken, weil sie immer denken, wir seien ja an der Quelle. Sind wir auch. Aber dieses Buch hat mir wirklich, wirklich, wirklich ganz viel Freude geschenkt. Vielen Dank, liebe Geraldine, für deinen Mut, mir ein Buch zu schenken und für die Auswahl dieses wunderbaren Buches. Es ist wirklich toll. Der Schneeleopard Sylvain Tesson, Château Mazias. Vielleicht kann ich euch noch erzählen, es ist Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Merlot und Petit Verdot. Also ganz klassische französische Rebsorten. Der Wein wächst in der Beka-Ebene. Die liegt zwischen den Bergzügen im Libanon und wird auch die Obst- und Gemüsekammer des Landes genannt, weil es da sehr fruchtbar ist. Der Wein hat 14,5 Alkohol, also ziemlich viel. Hat ganz tolle, also so. Ihr seht das, ne? Der ist so vollkommen dunkel und rot und fest, hat fast so ein bisschen braune Noten schon und so schmeckt er auch. Der schmeckt nach ganz tiefer Erde, nicht so frisch aufgeworfen, sondern so richtig dunkle, tiefe Walderde, so richtig tief gegraben, nach dunklem Laub, nach Tabak. Bisschen was Würziges hat er. Und so eine ganz, ganz, ganz dunkle Frucht. Also so vielleicht so getrocknete Pflaumen, sowas. Getrocknete Walderdbeeren, falls es sowas gibt. Also, dass man die trocknet, dass es Walderdbeeren gibt, weiß ich. Schliert so richtig im Glas. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so richtig. Ein bisschen kann man es vielleicht sehen. Ganz schwer, ganz dunkel. Bleibt ganz lange nach. Die Tannine sind schon so ein bisschen abgeschwächt von 2013. Toller Wein, Château Mazias. Alle Infos in der Bio, wie immer, Sylvain Tesson. Lesen, trinken, beides.